Herzlich willkommen zu 1000 PS TV, zur ersten Folge von Mensch und Maschine. Und bei mir ist der Herr Albert Sommer. Herr Sommer, ist eine ganz, ganz große Freude für mich. Ich werde es gleich vorwegnehmen, Sie sind 80 Jahre heuer geworden. Sie fahren eine BMW S1000 RR und wir haben kurz den Raffen gesehen, weil jetzt haben sie neue Reifen drauf. Das, ich muss ganz ehrlich sagen, ich war ein bisschen von den Socken, weil ich habe mir gedacht, na, mit 80 fährt man es vielleicht schon ein bisschen gemütlicher, aber das schaut richtig ernst aus, auf der Flanke voll abgefahren. Das heißt, sie sind nach wie vor voll im Schuss und brauchen einfach ein Tausender Supersportler. Ja, mir macht Motorradfahren einfach Spaß und je schräger, umso lieber. Und was soll ich sonst noch sagen dazu? Entweder man hat es oder man hat es nicht. Ja, aber das Motorradfahren ist offensichtlich so eine Leidenschaft. Hat sie das ganze Leben verfolgt, wollte ich jetzt sagen. War das immer ein zentrales Thema, das Motorradfahren? Ja, kann man sagen. Schon in der Kindheit habe ich ein Faible gehabt für Technik. Dann, wie ich so ins jugendliche Alter gekommen bin, sind die Mopeds so gekommen. Nicht? Ich habe zwar selber nie eins gehabt, aber wenn Gelegenheit war, mit einem zu fahren, habe ich es genutzt. Dann, ja, die Zeit vergeht und mit 21 war es dann so weit, dass ich mein erstes Motorrad gehabt habe, eine 250er Puch, die SG. Okay, da haben wir eh super Fotos gesehen, da sind sie gleich Rennen gefahren. Ja, und das Gerät, das Motorrad war nicht lang original. Ich habe sehr bald begonnen, daran zu basteln, das heißt, leistungsfähiger zu machen. Habe den Zweivergaserzylinder drauf gebaut und so weiter. Und das hat aber nicht sehr lange gedauert, denn mit 25 Jahren habe ich geheiratet und habe das Motorrad verkauft. Dann war nur mehr die Familie wichtig und zur Pensionierung mit 60 Jahren hat man wieder eine gekauft. Aber das heißt, Sie sind 35 Jahre nicht gefahren? Richtig, so ist es. Okay. Und ich meine, die 250er Buch, die kenne ich selber. Ich habe auch mal eine besessen. Mir sind immer diese Auspuffe aufgesessen, aber ich habe auf ihre Fotos gesehen, also ich habe mir den Auspuff gleich mal nach oben verlegt, dass der nicht aufsitzt. Und jetzt ist es aber so, die 250er Buch, ich weiß nicht, ihre hat wahrscheinlich dann eh 20 PS am Hinterradl gehabt oder so wahrscheinlich, weil sie es halt hergerichtet haben. 18 genügen auch, wenn wir sagen. Nicht? Ja. Aber sie war deutlich leistungsfähiger als das Originalmotorrad. Nicht? Und ich meine, jetzt sind sie dann aber 35 Jahre nicht gefahren und wie sie dann mit 60 wieder zum Motorradfahren angefangen haben, was haben sie sich da genommen? Irgendeine 40 PS-Maschine, oder? Nein, sollte man vielleicht meinen, aber dem war nicht so. Ich war zu damaligen Zeit bei BMW beschäftigt und BMW hat damals einen Vierzylinder-Motorrad gehabt, die K1200 RS, und die hat mir sofort gefallen und die habe ich mir gekauft. Ja, und bin natürlich am Anfang sehr vorsichtig umgegangen damit, gefahren, wie es so sprichwörtlich heißt, wie auf rohe Eier. Der Reifen, der erste, der Original, der drauf war, war nur in der Mitte abgefahren. Aber das hat sich sehr bald geändert. Ich habe das Motorrad kennengelernt und habe dann mich auch in größere Schräglagen gewagt. Ja, aber das ist schon gewaltig, weil diese K1200 RS, die hatte, glaube ich, noch gehabt 280 Kilo, oder? Ja, 285 Kilo. Aber das merkt man zwar, wenn man es schiebt und so weiter, aber beim Fahren merkt man das nicht. Okay. Also das ist einmal ein Wahnsinn, dass dort mit 60 dann gleich in die harte Abteilung gewechselt sind. Offensichtlich haben sie es aber gut überstanden. Und bei BMW, da waren sie aber nicht bei BMW Motorrad, sondern waren sie beim BMW Autowerk oder in Steyr. Es gibt in Steyr das BMW Motorenwerk und dort war ich beschäftigt seit 1980. Wahnsinn. Ja. Okay. Und ja, habe dort natürlich die Motortechnik und so weiter kennengelernt, habe auch zum Motorrad ein bisschen mehr Kontakt wieder gekriegt. Und ja, mit 60 hat man mich dann in Pension geschickt und ich habe mir gedacht, so ein bisschen Geld gibt es, wenn man in Pension geht. Nicht? Jetzt kaufe ich mir wieder so ein Ding. Es ist ja hab
der Gatte nichts gesagt davon. Ich habe das Ding bestellt und habe sie dann überrascht. Wahnsinn. Und hat es eine Freude gehabt beim Mitfahren? Sie ist ein einziger Mal mitgefahren, aus Neugierde. Und ja, ich bin halt eine kurze Strecke gefahren, so rund um Steyr. Und das hat ihr eigentlich genügt. Sie wollte dann nicht mehr mitfahren. Wirklich? Nein. Nicht mehr mitgefahren? Nein. Ich verstehe. Jetzt Herr Sommer, normalerweise ist es so, dass man... Entschuldigung, ja. Obwohl ich damals eh sehr zahm gefahren bin. Ja. Bin sicher, ja. Aber Herr Sommer, jetzt ist es so, normalerweise, wenn man dann ein bisschen älter wird, dann werden die Motorräder ein bisschen, wie soll ich sagen, ja, ein bisschen gemütlicher, ein bisschen touristischer, ein bisschen tourenartiger. Und Sie sind aber den umgekehrten Weg gegangen, weil Sie haben angefangen mit einem sehr starken, aber doch mit einem Tourensportler. Und jetzt sind es 80 und fahren ein Tausender Supersportler. Wie ist das gewesen? Wie waren da die Stufen? Wie sind Sie zu dem gekommen? Ja, ich würde sagen, ganz einfach. Die Entwicklung der Motorräder ist weitergegangen. Die sportlichen BMWs sind immer sportlicher geworden und mir hat das einfach gefallen. Ich mag sowas. Gute Beschleunigung, gute Schräglage. Da macht das Motorradfahren Freude. Und diese S1000 RR, das ist auch schon die zweite Generation, die Sie haben, glaube ich. Und haben Sie die erste Generation auch gehabt? Ja, mit der habe ich angefangen. K1200 RS, K1200 S, okay. Und dann die erste S1000 RR. Und okay. Das ist jetzt die zweite. Die zweite. Und ich meine, ich habe jetzt gesehen, war ganz beeindruckt, 30.000 Kilometer sind drauf, unfallfrei. Nicht ganz, leider. Ich habe da im Jahr 2017 ein unerfreuliches Erlebnis gehabt. Ich war da unterwegs vom Bad aus See am Bötschen hinauf. Und da kommt von oben aber ein Traktor und hinter dem Traktor ein Kombiwagen. Und plötzlich überholt der trotz Sperrlinie. Ja, ich habe zwar das Ärgste verhindern können. Ich habe mit dem linken Arm den Kombiwagen berührt. Bin dadurch ein bisschen ins Schleudern gekommen und letztlich auch zu Sturz. Und ja, aber das Ganze ist relativ glimpflich ausgegangen. Aber haben Sie müssen mit der Rettung wegfahren? Nein, nicht. Verletzt waren Sie schon? Ja, natürlich. Ich habe bei dem Sturz angenagste Rippen davontragen und eine massive Hautabschürfung am rechten Ellbogen. Ja, aber so im ersten Moment, wie es halt im Schockzustand ist, registriert man das kaum. Und erst daheim hat es sich bemerkbar gemacht, nicht? Und nächsten Tag bin ich dann eben ins Spital gefahren in Steyr. Okay. Und dort hat man die Bescherung dann gesehen. Ich war dort in Behandlung mit Rippengurt und eingegipsten Arm, nicht? Schon eingegipst? Ja, ja. Das hat ruhig gestellt werden müssen. Ja. Aber Herr Sommer, jetzt ist es so, ich glaube, Sie haben am Anfang gesagt, das war 2017, das heißt, da waren Sie schon 78 Jahre alt. Haben Sie sich dann überlegt, na, jetzt hör auf mit dem Motorradl fahren oder nicht? Nein, ganz im Gegenteil. Die so quasi, jetzt will ich es genau wissen. Ja, und ich bin bald, nachdem das alles halbwegs verheilt war, wieder auf der Maschine gesessen. Ich habe mir die Maschine auch selber hergerichtet, ich bin ja vom Fach. Und ja, wie das Ding dann fertig war, bin ich wieder gefahren. So wie eh und je. Was ich gesagt habe, Sie sind vom Fach. Ich glaube, Sie kommen aus einer Bauernfamilie mit 12 Kindern und haben dann eine Kfz-Lehre gemacht, oder? Richtig, genau, sind wir 13 Geschwister. Wahnsinn. Ja. 10 Brüder und jeder hat 3 Schwestern, sage ich immer scherzhaft. Ja, und ich war zuerst daheim in der Landwirtschaft tätig und mit 18 Jahren habe ich begonnen, Kfz-Mechanikerlehre. Habe dann zügig geschaut, dass ich das zum Abschluss bringe und mit 25 Jahren habe ich schon die Meisterprüfung gehabt dann. Herr Sommer, jetzt ist es ja so, Die Sitzposition auf einem Supersportler, die ist ja nicht wirklich gemütlich. Das geht sich aus, oder? Ja, also das Eigenartige ist,
dass, wenn ich auf dem Motorrad sitze, habe ich keine Beschwerden. Es ist beruflich bedingt so, dass ich auch mit der Wirbelsäule ein bisschen ein Problem habe, nicht? Und ich mache immer fleißig Gymnastik, auch konditionell. Und ich glaube, wenn man so ein Motorrad fahren will, dann muss man auch entsprechend körperlich fit sein. Aber beim Draufsitzen, da geht Ihnen nichts ab. Da sitzt es gut drauf, das ist absolut super. Also die ganz im Gegenteil, sobald ich auf dem Motorrad sitze, sind alle Beschwerden weg. Das ist großartig. Das ist echt super. Na, vielleicht können Sie mir das noch ganz kurz erklären, warum ist auf Ihrer 1000er BMW ein Vorradl-Tacho? Das ist so ein Hobby. Ich habe zufällig einmal gesehen, dieser Vorradl-Tacho, dass der bis 300 km/h anzeigt. Denke mal, wie ist sowas möglich? Vorrad, denke ich mal, ja. Aber mir hat das gefallen und ich habe mir das Ding gekauft und aufs Motorrad montiert. Das ist inzwischen schon auf der dritten Maschine drauf. Der hat den Vorteil, dass ich immer eine echte Geschwindigkeitskontrolle habe. Okay. Fahrzeugtachos haben ja immer Vorauseilungen, wie man weiß. Nicht? Und den Tacho, den habe ich mir geeicht und somit, auch wenn der Originaltacho 110 anzeigt, weiß ich, ich bin im sicheren Bereich. Großartig. Herr Sommer, was mich jetzt noch interessiert, ich meine, abgesehen davon, dass ich, muss ich Ihnen sagen, bin echt beeindruckt und das ist natürlich für uns alle ein echt positiver Zukunftsausblick. Man kann auch mit 80 noch einen 1000er Supersportler fahren. Jetzt hat BMW eine Neue gebracht. Ich bin die natürlich schon Test gefahren. Ist das was für Sie? Wäre natürlich was, überhaupt keine Frage. Aber das Ganze ist doch eine Überlegung dahingehend, wie lange wir denn noch fahren. Man weiß es nicht. Wenn es mir weiterhin gesundheitlich und geistig und körperlich so gut geht wie jetzt, da wäre ich wahrscheinlich mit 85 Grad noch fahren. Super. Und dann wäre auf alle Fälle, so wie ich das mitgekriegt habe, für Sie kommt nur ein BMW in Frage. Ja, richtig. Mag vielleicht eine Voreingenommenheit sein von mir. Es gibt genug andere die Motorradeln, die technisch auch sehr hochstehend sind. Aber mich fasziniert einfach die Technik bei BMW. Und ich habe ja durch meine Beschäftigung das Unternehmen, die Marke, sehr gut kennengelernt und ich bin einfach überzeugt davon. Super. Herr Sommer, ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie sich Zeit genommen haben für uns. Und wünsche Ihnen das Allerbeste und wie gesagt, ich bin echt beeindruckt. Herr Sommer, danke sehr. Danke. Ich hoffe, dass das die Zuschauer oder die Leser auch interessiert. Aber sicher. Danke sehr.